Nun möchte ich aber erst einmal ein Backprogramm ändern. Die Auswahlliste ist, wie bereits aus dem Easy-Modus bekannt, sortierbar. Allerdings werden nicht nur die benutzten Backprogramme angezeigt. Man sieht das hier schön an den leeren Programmplätzen. Um ein Programm komplett neu zu erstellen, muss ich nur die Plus-Taste drücken. Ich möchte allerdings ein bestehendes Programm verändern. Das geht jetzt schneller, als ein komplett neues anzulegen. Die Vorgehensweise ist aber im Grunde identisch. Nehmen wir hier die Brötchen. Ich drücke jetzt den Schalter mit dem Stiftsymbol, um das Programm zu bearbeiten. Hier sehen wir die Programmtabelle mit den einzelnen Backphasen. Ein Wert lässt sich schnell ändern. Einfach auswählen und neu eintragen. An Parametern steht mir, ofenabhängig, Folgendes zur Verfügung. Die Backzeit, Start- und Endtemperatur jeder Phase, die Soll-Kerntemperatur. Falls ein Kerntemperaturfühler eingesetzt wird, ignoriert das Programm die vorgegebene Backzeit und beendet die Phase erst nach Erreichen der Sollkerntemperatur. Die Lüftergeschwindigkeit lässt sich von 0 bis 4 regeln. Der Schwaden kann zwischen Normal-, Frostling- und Gastroschwaden umgestellt werden. Außerdem kann die Menge des Schwadens angepasst werden. Zum Schluss kann ich festlegen, ob der Dunstfanglüfter ein- oder ausgeschaltet wird. In unserem Beispiel sind es 3 Backphasen. Es können aber bis zu 8 Phasen angelegt werden. Um eine weitere Backphase hinzuzufügen, drücke ich den Plus-Schalter. Um eine Phase zu löschen, muss ich diese auswählen und dann das Papierkorb-Symbol drücken. Natürlich kann ich auch Backphasen kopieren, zum Beispiel wenn sie sich sehr ähnlich sind. Dazu muss ich nur die Phase auswählen und den Kopieren-Schalter drücken. Zu jedem Backprogramm sind nützliche Informationen hinterlegt. Selbstverständlich kann ich diese ebenfalls bearbeiten. Mit dem Info-Button lässt sich das Produktbild, der Produktnamen und die zusätzlichen Informationen ändern. Hier habe ich beispielsweise die Zutatenliste. Einfach einen Tipp ins Textfeld und die Bildschirmtastatur erscheint. Jetzt kann ich, wie an jedem Tablet, den Text frei ändern. Anschließend hier die Änderungen übernehmen oder mit dem Schließknopf die Texteingabe unverändert verlassen. Nun, ich tippe meine Texte lieber am PC auf einer richtigen Tastatur. Das geht natürlich auch, denn ich kann diese Daten einfach per USB-Stick oder Netzwerk auf die Miwi Go übertragen. Sind dann alle Einstellungen und Änderungen erledigt, kann ich diese jetzt übernehmen. Ich möchte aber an dieser Stelle lieber abbrechen, weshalb ich das Kreuz drücke und anschließend die Sicherheitsabfrage quittiere. Nun muss ich ein Backprogramm nicht immer komplett neu erstellen, denn Backprogramme lassen sich kopieren und anschließend anpassen. Backprogramm auswählen und kopieren drücken, dann springt die Anzeige zum Einfügen-Button und dieser zeigt unterhalb die Nummer des kopierten Backprogramms an. Jetzt muss ich nur noch einen leeren Speicherplatz auswählen und kann eine Kopie des Backprogramms einfügen. Ein Backprogramm auch wieder löschen? Kein Problem. Einfach das Programm auswählen, löschen drücken und bestätigen. Um den Bearbeitungsmodus wieder zu verlassen, muss ich nur Home drücken und ich bin zurück im aktuellen Prozess.